Es fließt der Strom mit dem Wasser des Lebens von Gottes Thron, doch nicht vergebens. Wen dürstet, der komme, wer möchte, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Du bist durstig und suchst nach dem Leben, doch Erfüllung kann nur Jesus dir geben. Und du versuchst mit vielen Dingen dein Loch im Herzen zu füllen. Dabei kann Jesus, nur Jesus, deinen Lebenshunger stillen. Hör, wie er dir sagt: Es fließt der Strom mit dem Wasser des Lebens von Gottes Thron, doch nicht vergebens. Wen dürstet, der komme, wer möchte, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Unser Wasser ist schmutzig und verdorben, doch Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Dort am Kreuz war er für uns durstig, musste für unseren Hunger sterben. Doch weil er auferstanden ist, kann er nun unsere Quelle werden. Hört, was er uns sagt: Es fließt der Strom mit dem Wasser des Lebens von Gottes Thron, doch nicht vergebens. Wen dürstet, der komme, wer möchte, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieses Wasser hält mich täglich am Leben. Kraft und Freude sind ein Teil von seinem Segen. Bin ich von Jesus allein abhängig, weil ich stets auf ihn sehe, brauch ich nicht andere Quellen zu suchen, weil ich zur wahren Quelle gehe. Die frisches Wasser gibt. Es fließt der Strom mit dem Wasser des Lebens von Gottes Thron, doch nicht vergebens. Wen dürstet, der komme, wer möchte, der nehme das Wasser des Lebens.